Das war ohne Scheiß der häufigste Satz, den ich in Deutschland gehört habe. Du bist ja anders als die anderen. Du bist nicht so wie die anderen Türken. Keine Ahnung, ich denke, ich werde sehr viel Hass für dieses Video bekommen. Es interessiert mich nicht. Das ist meine Meinung. Das ist das, was ich erlebt habe, was mich geprägt hat. Hallo liebe Freunde, wie geht's euch? Mein Name ist Richard, ich bin 26 Jahre alt und wollte heute über ein Thema sprechen, was mir am Herzen liegt. Und das ist, wie ihr aus dem Titel schon entnehmen könnt, Rassismus in Deutschland. What? Rassismus in Deutschland? Sowas gibt's doch gar nicht, Alter, was laberst du? Okay. Von was für einem Rassismus rede ich? Sind jetzt alle deutschen Staatsbürger direkt Nazis? Nein, sowas meine ich nicht. Das ist auch nicht die Intention des Videos. Ich will nur etwas klarstellen und vielleicht mich selber ein bisschen innerlich beruhigen. Denn ich bin in Deutschland geboren, ich bin dort aufgewachsen. Und vorab, Freunde, ich lebe seit 3 Jahren in Istanbul und mache eigentlich auf meinem Kanal nur Videos auf Türkisch. Jedenfalls könnt ihr euch dieses Video sowohl mit deutschen als auch mit türkischen Untertiteln angucken. Ich liebe Deutschland. Ich finde, wenn man in Deutschland geboren wird, kann man sich als sehr, sehr glücklich schätzen. Denn man lebt dann in dem 5. reichsten Land der Welt und es geht einem gut. Egal wie schlecht man verdient, es geht einem immer gut, verhältnismäßig, was den Rest der Welt angeht. Das heißt, jeder, der jetzt gerade in Deutschland ist und dort atmet, sollte meiner Meinung nach mindestens 3-mal am Tag ausrasten und sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass er Glück hatte, was den zufälligen Geburtsort seinerseits angeht. You are one lucky motherfucker, you better know that. Okay, was will ich dann in diesem Video erzählen, wenn Deutschland doch so super geil ist? Deutschland als Staat ist auch super geil und jeder, der dagegen was zu sagen hat, hat auf jeden Fall eine in der Klatsche. Das muss man auf jeden Fall mal auf den Punkt bringen. Und ausnahmslos jeder, der daran zu meckern hat, sollte auf jeden Fall raus aus dem Land und irgendwo anders hingehen und es dort versuchen. Das gilt sowohl für Deutsche, die sich ständig unwohl fühlen, als auch für Ausländer, die sich ständig diskriminiert fühlen. Also worüber ich heute unbedingt reden will, ist Rassismus in Deutschland. Und was meine ich jetzt damit? Meine ich jetzt, Deutsche sind Nazis oder irgendwie irgendwas anderes ist da faul? Ich meine damit Rassismus von beiden Seiten. Und mit beiden Seiten meine ich sowohl Deutsche als Staatsverteidiger, als auch Türken bzw. andere Ausländer, aber ich nehme jetzt vorzugsweise Türken, weil es halt die größte Minderheit in Deutschland ist. Ich meine, es gibt ungefähr ein bisschen mehr als 4 Millionen Türken. Von der Zahl her vergleichbar wie Syrer in der Türkei. Denke ich, ist es auch für die Türken, die jetzt gerade zuschauen, sehr ersichtlich, worauf ich hinaus will. Also Rassismus von beiden Seiten, sowohl von Deutschen gegen Türken, als auch von Türken gegen Deutsche. Generell diese Differenzierung von Nationen geht mir sowieso auf die Nerven, aber es ist halt etwas, womit sich Menschen oberflächlicherweise identifizieren. Ich bin Türke, meine Eltern sind türkisch, ich liebe die Türkei, ich bin gerne hier, aber ich liebe auch Deutschland. Deutschland ist auch meine Heimat. Ich habe Deutschland vieles zu verdanken und ich bin froh, dort geboren worden zu sein und ich liebe meine deutschen Freunde. Aber leider teilen viele Menschen und vor allem Türken in Deutschland nicht diese Auffassung, aber viele Deutsche in Deutschland lassen das auch nicht zu. Also es ist halt so eine zweiseitige Sache. Erstmal muss man sagen, in Deutschland gibt es eine sehr stark heterogene Masse an Menschen. Das heißt, so viele verschiedene Kulturen, die aufeinanderprallen. Vor allem, wenn man als Land eigentlich ein christliches Land hat. Auch wenn das Wort Christentum jetzt nicht wirklich von der Religion her sehr stark ausgelebt wird von den meisten Deutschen. Jedenfalls von den Deutschen, die mich umgeben haben, während ich in Deutschland gelebt habe und der Eindruck, den ich generell von Deutschland hatte. Es ist von christlichen Werten geprägt, aber es ist nicht unbedingt ein Land von Religion. Es hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber ich glaube, die meisten verstehen, was ich damit meine. Dann, wenn man halt eine Menge an Nicht-Deutschen in Anführungsstrichen hat, die eine andere Kultur mit sich bringen, die von einer anderen Religion geprägt ist als die eigene, dann kann es natürlich ein bisschen klaffen. Dann versucht man mit seiner Kultur die andere Kultur so ein bisschen zu konterkarieren und ein bisschen sich selbst zu beschützen, seine Identität zu beschützen, auch wenn man in einem fremden Land ist. Was ergibt sich dann daraus? Dann ergeben sich partiell daraus Deutsche, die Hass empfinden, die Wut empfinden gegen Nicht-Deutsche, die sich nicht integrieren können oder nicht integrieren wollen. Dann aber auch wiederum Nicht-Deutsche, vorzugsweise Türken, die sich bewusst nicht integrieren, weil sie die deutsche Identität als satanistisch fast schon ansehen. Aber man muss halt sagen, von Story zu Story gibt es halt immense Unterschiede. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Ausländer, die bewusst die deutsche Sprache nicht lernen, die bewusst sich nicht in ein deutsches Umfeld begeben, die sich bewusst von den deutschen Normen und Werten fernhalten, dann auch sagen, dass sie sich in Deutschland unwohl fühlen, dass sie sich benachteiligt fühlen, dass sie das Land an sich nicht mögen, wobei sich bei mir dann wiederum Fragen aufwerfen und wo ich sage, Alter, was machst
machst du dann in diesem Land? Also warum bist du dann da? Warum profitierst du von all den positiven Eigenschaften, die der Staat mit sich bringt, aber kritisierst dann wiederum alles? Dann wiederum gibt es Leute, die gar nicht erst die Möglichkeit hatten, sich zu integrieren, wie zum Beispiel mein Vater. Mein Vater ist ein sehr intelligenter Mann, hatte das Unglück, dass er zu Hause in einer Familie in Deutschland aufgewachsen ist, die ausschließlich Türkisch gesprochen hat, hat dann in den ersten Jahren seines Schullebens nichts verstanden, weil er kein Deutsch konnte. Und er wurde bewusst mit einigen anderen in seiner Klasse in eine Ecke gedrängt von den Lehrern. Und ihnen wurde halt gesagt, ja, seid doch mal bitte unter euch und ihr versteht ja eh nichts. Wir kommen ja eh nicht weiter mit euch. Und es wurde gar nicht erst versucht, irgendwie eine Art von Förderung oder Integration oder was auch immer. Wenn jetzt einige hierbei behaupten, wer in das Land kommt, muss sich selbst integrieren. Sowas funktioniert nicht. Klar, man hat als jemand, der in ein Land kommt, die Verpflichtung, in Anführungsstrichen, sich zu integrieren. Aber wenn ein Land so viele Ausländer in das eigene Land bittet und diese Leute dann als Gastarbeiter hinkommen und dann die Kinder halt auch dort aufwachsen, dann hat das Land auch gewisse integrationspolitische Ziele zu setzen und diese zu verfolgen, meiner Meinung nach. Und es ist halt nicht geschehen und darunter haben halt auch viele gelitten. Es ist aber halt die eine Seite. Ob es jetzt die eine Seite ist oder ob es die andere Seite ist, man muss sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass wir alle zufällig irgendwo auf der Welt geboren werden. Keiner hatte vor der Geburt die Möglichkeit, ja, ich möchte mal als Amerikaner, Afrikaner, nee, Deutscher, doch Schweizer, ich nehme doch den Deutschen. Von daher ist es generell, also so eine Sache mit der Nationalitätsfrage sowieso, also total Banane eigentlich. Aber wenn man schon irgendwelche Unterschiede ziehen will, dann sollte man sich vielleicht von den Paradigmen befreien, die man im Kopf hat. Der Grund, warum mir diese Rassismus-Sache so sehr am Herzen liegt, ist, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin in Deutschland, wo ich viel Rassismus erlebt habe. Es hat angefangen in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit. Ich bin auf einem Gymnasium gewesen, wo es insgesamt 4 Türken auf der gesamten Schule gab. Und ihr wisst, 5. bis 13. Klasse sind insgesamt 9 Stufen, A3 Klassen. Das sind insgesamt ein bisschen mehr als 25 Klassen gewesen, meine ich. Und diejenigen unter euch, die in Deutschland wohnen, wissen auch, dass es überall auf deutschen Schulen sehr viele Türken gibt. Und 4 Türken auf einem Gymnasium, das ist echt sehr, sehr wenig. Das war jetzt per se kein Grund, warum ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, weil ich dachte, ich bin jetzt einer von 4 Türken auf der Schule. Es ist ja im Prinzip egal. Vor allem als Kind realisiert man sowas nicht so ganz. Aber wenn es einem halt immer wieder vor die Nase gehalten wird, dann merkt man schon, dass man irgendwie ein bisschen anders ist. Also bei mir war es so, ich war 2 Jahre jünger als die anderen, weil ich die erste Klasse übersprungen hatte. Und meine Klasse war so eine Mobberklasse. Das heißt, jedes Mal, wenn man irgendwie die Möglichkeit hatte, jemanden zu verarschen, aufgrund seines Aussehens, aufgrund dessen, was er gesagt hat, was er angezogen hat, wie er sich benommen hat oder was auch immer, man hat immer irgendwas gefunden und man hat immer irgendwas an die Birne geworfen bekommen. Bei mir war es halt, weil ich wirklich der einzige Ausländer war, war ich halt der Türke. Und ich wurde immer als Türke gerufen. Und was ich eigentlich auf der ersten Metaebene nicht direkt als Rassismus empfangen habe, einfach nur von der Betonung des Wortes, ey Türke, ey der Türke, immer wieder ey der Türke, das ist mir irgendwann auf den Sack gegangen und ich konnte es nicht mehr hören, aber nicht, weil ich mich nicht wohlfühle als Türke, sondern weil es immer so betont wurde, als wäre es was Abwertendes. Ständig auf meine andere Nationalität aufmerksam gemacht zu werden, ist mir komplett irgendwann auf den Sack gegangen, aber je mehr man sich selbst darüber aufgeregt hat, desto mehr wurde man verarscht. Man sagt dann halt, hey, nenn mich nicht Türke, sonst klatsche ich dir eine und dann nennt er dich Türke und dann klatscht du ihm eine und dann klatscht er dir eine und dann geht's so weiter und man wird trotzdem Türke genannt. Irgendwann war es halt auch so weit, dass ich fast von der Schule geflogen bin, weil ich ständig in Stress deswegen kam, weil ich mich verteidigen wollte dagegen, aber es hat halt alles zu nichts geführt. Ich war der einzige Schüler auf dem Gymnasium, der eine Androhung zur Entlassung von der Schule bekommen hat. Holla at me, it's your boy Ludacris. Es hat halt auch dazu geführt, dass ich bis zu meinem 15. Lebensjahr überhaupt kein Türkisch gesprochen habe, weil ich halt so einwandfrei Deutsch sprechen wollte und so deutsch sein wollte, dass ich nicht ausgegrenzt werden konnte. Und obwohl ich das meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut irgendwie hinbekommen habe, auch wenn es irgendwo ein psychischer Defekt ist, wenn man sich das mal gut überlegt. Es war halt innerhalb der Schule so und außerhalb der Schule, gerade in Situationen, wo ich neue Leute kennengelernt habe, sei es die Familie eines guten Freundes oder sei es ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewege, habe ich halt viel positiven Rassismus erlebt. Hört sich vielleicht ein bisschen paradox an, was meine ich mit positivem Rassismus? Es war halt öfters mal so, dass mir gesagt wurde, du bist aber ein echt guter, du bist ja anders als die anderen Türken. Okay, da versucht derjenige, der vor mir steht, mir ein Kompliment zu machen, spuckt mich aber komplett dabei an und merkt es nicht. Das ist vielleicht ein bisschen sogar schlimmer als direkter Rassismus, weil da steckt wirklich was ganz Mieses dahinter. Das war ohne Scheiß der häufigste Satz, den ich in Deutschland gehört habe. Du bist ja anders als die anderen.
Du bist nicht so wie die anderen Türken. Schlussendlich hatte ich mich entschieden, dahin zu gehen, wo ich mich zu Hause fühle, nämlich in die Türkei. Und da bin ich jetzt gerade. War jetzt natürlich nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, aber ich denke, der springende Punkt, dass ich mich in Deutschland niemals wirklich zu Hause gefühlt habe, dass ich mich immer irgendwie ausgeschlossen gefühlt habe, was aber den Fakt, dass ich Deutschland wirklich liebe, nicht zunichte macht, weil ich vieles diesem Land zu verdanken habe und ich bin auch gerne in Deutschland. Vielleicht werde ich auch irgendwann wieder in Deutschland leben, keine Ahnung. Ich habe dort viele Freunde, die coolsten deutschen Nachbarn, sehr viele Türken, die ich in Deutschland kennengelernt habe, repräsentieren meiner Meinung nach nicht die Türkei, für die sie stehen wollen, nämlich eine demokratische, laizistische und eine von Nächstenliebe geprägte Türkei. Ich habe auch vielmals von Türken in Deutschland so Sätze gehört wie, boah, scheiß Deutschland, was machst du hier, Alter? Ja, ich gehe in Türkei bald, das reicht mir langsam, aber leben trotzdem seit Jahren da, sind unzufrieden, betonen das ständig, gehen zum Konsulat in Essen und machen dort bei den Wahlen in der Türkei mit und stimmen somit für die Menschen, die in der Türkei leben, aber nicht für sich selbst und repräsentieren damit eine Türkei, mit der sie nichts zu tun haben wollen, genießen aber die demokratische Grundlage in Deutschland, was mich mehr aufregt, als es jeden anderen Deutschen aufregen könnte. Dann wiederum gibt es ganz coole, die sowohl die Integration in Deutschland beherrscht haben, als auch die eigene Identität, also die kulturelle Identität, irgendwo in sich geborgen halten und es auch ausleben. Leute, die sowohl mit ihrer Familie Zuckerfest und Ramadan feiern können, als auch mit seinen deutschen Freunden mal in eine Weihnachtsgans reinbeißen können. Das sind die, die es wirklich geschafft haben. Ich hatte zum Beispiel deutsche Freunde, die sind bei mir zum Zuckerfest zum Essen gekommen. Ich bin zu denen an Weihnachten gegangen. Viele Türken vor allem haben da momentan noch sehr starke Berührungsängste. Da gehen alle direkt auf den Zaun, wenn man auch nur ein Bild an Weihnachten mit einem Weihnachtsbaum postet. Gleichzeitig muss man komischerweise feststellen, dass viele mehr Toleranz verlangen, als sie selbst eigentlich hätten. Das merke ich, denn es gibt gerade eine ähnliche Situation mit Syrern in der Türkei momentan. Da merke ich so Reaktionen von einigen. Ist dir so, ist ein bisschen... Ach egal. Dann wiederum gibt es aber auch Deutsche, die sofort den Nazi auspacken, bei der kleinsten Gelegenheit. Und dann sagen, ja, die Türken, die sind aber so, aber das geht hier nicht, das ist Deutschland und das funktioniert nicht. Und wir sind ja nicht hier im Schlaraffenland und das ist ja nicht Südostanatolien oder was. Oh ja, von denen habe ich auch sehr viele gesehen. Vorzugsweise Bildleser, die komplett gar nichts checken. Komm hier nach Deutschland und nehmen uns die Arbeitsplätze weg, aber das geht ja gar nicht, yo. Ja, was machst denn du, Dieter? Ja, seit 4 Jahren Hartz IV, aber alles andere ist okay, ne? War natürlich ein bisschen Geld für den Stau da beim RTL schauen, doch. War natürlich jetzt übertrieben, Freunde. Nicht direkt hier unter den Kommentaren schreiben, ey, du scheiß Türke, was soll die Scheiße? Bist du jetzt irgendwie gegen Deutsch oder was? Ich bin gegen gar niemanden. Ich liebe jede Nation dieser Welt. Ich hasse nur dumme Leute. Dann wiederum gibt es eine ganz andere Klasse von Deutschen, die komplett alles mit sich machen lassen, weil sie halt übertolerant sein wollen. Das mit den Juden, das war schlimm, aber jetzt müssen wir die Türken, die müssen wir jetzt machen lassen und die können ja jetzt das machen und sollten auch das machen. Nee, die müssen auch nicht alles machen dürfen. Also, man muss sich einmal im Klaren sein, man ist dort in Deutschland. Also, es ist Deutschland und nicht Türkei. Das heißt, wenn ich in Deutschland bin, dann will ich auch im Rahmen eines deutschen Landes mich dort befinden und nicht irgendwie versuchen, Deutschland zu islamisieren oder zu türkischisieren oder was auch immer. Wenn ich etwas Türkisches haben will, dann komme ich in die Türkei, so wie ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, Deutschland ist schön, aber ich mag die türkischen Werte vielleicht ein bisschen mehr oder ich fühle mich mehr zur türkischen Kultur hingezogen. Daher ist es mir lieber, wenn ich in der Türkei bin. Dann komme ich halt in die Türkei. Wenn ich das will, dann kann ich ja hier hin. Dann ist ja alles gut. Aber warum will ich das in Deutschland? Ich meine, das ist ja ein anderes Land und es ist eine andere Kultur. Und wenn man sich da so unwohl fühlt und so ungeborgen, warum versucht man das Land zu verändern und verändert sich nicht selbst oder verlässt das Land? Also das ist, keine Ahnung, ich denke, ich werde sehr viel Hass für dieses Video bekommen. Es interessiert mich nicht, das ist meine Meinung, das ist das, was ich erlebt habe, was mich geprägt hat. Wie gesagt, es war jetzt nichts direkt gegen Türken, auch nichts direkt gegen Deutsche, sondern einfach nur gegen Leute, die sich von unnötigem Rassismus lenken lassen, die sich auf Paradigmen berufen, die sie selbst nicht entziffern können. Wenn man in einem Land lebt, dann hat man sich an die Werte des Landes zu halten. Wenn man aber auch in dem Land eine große Minderheit einer anderen Kultur hat, hat man auch mit der anderen Kultur gut in Berührung zu kommen, denn man wird in Berührung kommen. Was ich da gehört, ist, dass sich beide Seiten in Frieden Hand in Hand gegenüberstehen. Ich habe da auf jeden Fall einige sichtbare Narben in meiner Kindheit von erhalten. Ich habe auch viele andere gesehen, die mit diesen ähnlichen Problemen kämpfen mussten. Aber ich denke generell, ein friedliches Zusammenleben ist auf jeden Fall besser
als alles andere. Also Freunde, gebt mir einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, was auch immer. Lasst euer Kommentar da, hatet mich, liebt mich, was auch immer. I want to give you guys all my love that I have. Und vielleicht noch ein letztes Wort auf Türkisch für diejenigen, die sich perfekt integriert haben. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve ne demek istediğimi aktarabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.